herzlich willkommen zu einem neuen Video bei nico.outdoor.adventure. Ja, und ich bin wieder unterwegs im Südschwarzwald in der Gegend von Neukirch bzw. untergebracht auf dem Campingplatz in Simonswald. Gehört zum Landkreis Emmendingen. Ja, und ich bin wieder unterwegs, um schöne Eindrücke einzufangen für mich, für euch. Und wenn ihr Interesse habt, dann ja, bleibt dabei und dann sage ich bis demnächst.
You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours.
Ja, hallo, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt eine schöne Ausfahrt gemacht und ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen. Ich gehe jetzt noch lecker essen. Ja, schaue ich mal, wo es mich dahin verschlägt. Und dann sage ich bis gleich. Und zurück bei nico.auto.adventure. Ja, und einen herrlichen Sonnenschein habe ich jetzt schon wieder. Und ja, ich hoffe, das Wetter macht sich noch mal ein bisschen besser, denn gestern Abend hat es noch geregnet. Ja, habe jetzt die Nacht gut verbracht und ich werde jetzt hier ein bisschen klar Schiff machen, aufräumen und dann mir mein Frühstück machen, mich dann richten und dann nehme ich euch wieder mit auf eine tolle Tour. Also, bleibt dabei, bis gleich. Ja, ich zeige euch gerade mal, wie es hier nämlich ausschaut. Und ja, muss da noch ein bisschen aufräumen. Das Bett noch machen. Die Flaschen wegbringen. Ja, einfach ein bisschen Klarschiff machen. Ja, dann mal los. Ja. Ja, Bett schon mal gemacht. Jetzt nur noch hochklappen. Und schon, ups, hat's mehr Platz. Ja, die perfekte Stehhöhe. Weiter geht's hier mit den Zeitschriften und Broschüren aufzuräumen. Hier die Sitzbank etwas aufzuräumen, damit ich Platz habe gleich, wenn es zum Frühstücken geht. Ja, Kissen noch aufräumen. Ja, alles klar. Ja, und bei diesem tollen Wetter kam mir jetzt spontan die Idee, draußen zu frühstücken, weil ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es jetzt wieder so schön ist, habe ich nicht, denn gestern Nacht hat es noch geregnet. Ja. Und hier wäre doch ein schönes Plätzchen. Ja, ich denke, ich frühstück heute draußen. Ja, hier sind die Klappstühle untergebracht und der Klapptisch.
Ja, ich habe die Richtung etwas gedreht, damit ich beim Frühstück einfach eine schöne Aussicht genießen kann. So, jetzt noch hier unten drunter das Gas anschalten und dann meine Brötchen abholen und dann langsam anfangen mit Frühstücken. Dann geht's jetzt die leckeren Brötchen holen. Mit leckeren frischen Brötchen in der Hand kann es jetzt losgehen zum Frühstücken. So, nur noch die Milch erhitzen. Schaut doch richtig lecker aus. Da freue ich mich jetzt drauf. Also, bis dann. Ja, die Küche ist aufgeräumt. Das Wohnzimmer auch. Und ja, dann dusche ich mich jetzt, richte mich und dann geht's ab zur Radtour.
ja, frisch geduscht und gerichtet und in die Radsportklamotten eingesprungen, geht's jetzt los zur Radtour hier im Südschwarzwald. Ja, ich würde sagen, kommt doch einfach mit und lasst euch überraschen. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Thank you.
Ja, ich mache gerade den Mühlenradweg bzw. den Mühlenwanderweg. Ja, und im Hintergrund seht ihr es ja schon, eine richtig schöne Mühle. Ja, und jetzt zeige ich euch einfach die tolle Umgebung mal. Kommt mit. Ja, und hier ein Modell davon. Thank you.
ja, richtig tolle Tour bis jetzt. Ja, und so nebenbei, falls es euch bis jetzt schon gefällt, gerne einen Daumen nach oben und ja, ihr wisst Bescheid, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Nico.auto.adventure. Da ist schon das Schild zum Campingplatz. Das heißt, ich bin jetzt gleich wieder am Ziel. Jetzt gibt es eine warme Dusche. Oder eine kalte Dusche ist besser. Ich mache eine kalte Dusche. Und dann ziehe ich mich um, richte mich und dann geht es lecker zum Abendessen. Also, wenn es euch bis dahin gefallen hat, denkt dran, Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis dann! Hallo und guten Morgen miteinander. Ja, heute leider schon der letzte Tag hier im Südschwarzwald auf dem Campingplatz. Ich bin schon etwas am Zusammenpacken und Aufräumen. Ja, und wenn ihr da mal Interesse habt, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Schaut mir und blickt mir über die Schulter. Ja, und dann seht ihr mal, wie das Vanlife so ist. Also, kommt mit!
Ja, so sieht mein Bett hier oben aus. Aber das habt ihr ja schon gesehen, wie ich das mache. Ja, ihr seht, das Bett ist gemacht. Das Kissen ist nach unten gewandert. Hier hat so eine tolle Aussparung. Da passt es schön rein. Das heißt, ich kann jetzt schön das Bett nach oben klappen und dann habe ich hier unten optimale Stehhöhe. Wird dann hier seitlich einfach eingehängt, links und rechts. Ja, und schon habe ich Platz zum Stehen. So, und da ich hier unten jetzt größtenteils alles schon verstaut und verpackt habe, ja, mache ich eben jetzt das Bett wieder runter, denn jetzt kommt der Dachhimmel runter. Und da nehme ich euch wieder mit. Ja, wichtig dabei beim Zusammenfalten des Dachzelts ist, dass mindestens eine Türe aufgemacht wird. Mache ich jetzt hier mal. Und, ups, ja, Bett ist wieder unten. Das muss unten sein zum Zusammenlegen. Und jetzt hat es hier so zwei Gasdämpfer. Und bei dem einen hier muss ich hier etwas reindrücken und kann es dann hier an der Lasche nach unten ziehen. Jetzt fällt das Dachzelt schon in sich zusammen. Und ich muss jetzt nur darauf achten, damit der Stoff nicht eingeklemmt wird und überall schön seitlich reingeht. So schaut schon mal richtig gut aus. So muss sein. Alles schön nach innen gestülpt. Ja, jetzt geht es nochmal rein. Und dann wird es innen hier schön zusammengerollt. Und dann kann das Dach von geschlossen werden. Nur wichtig, bevor ich es wirklich ganz zumache hier an diesen Sicherungsbolzen und an dieser Verriegelung, doch nochmal draußen nachzuschauen, ob der Stoff wirklich schön drin ist. Hier ist noch etwas Stoff draußen, den stopfe ich jetzt einfach rein. Aber hier seitlich sieht schon mal gut aus. Auf der anderen Seite noch nachschauen. Ja, schaut ziemlich gut aus. Also einfach nur noch hier den Stoff reinknüllen und dann kann ich das Dach von schließen. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Der Stoff ist jetzt schön drin. Hier auch nochmal. Ja, und jetzt kann es innen hier von verschlossen werden. Nochmal ein bisschen zusammen. Hier reindrücken, damit der Stoff sich hier nicht einklemmt. So, einmal den Sicherheitsbügel. Jawohl. Und jetzt die Lasche nach unten drücken. Zack und zu. Ja, die Bändel können jetzt hier noch reingestopft werden, dass die nicht hier so runterhängen. Ja, und das war's dann. Ja, zwei Tipps habe ich euch noch. Und zwar, bevor ihr das Dachzelt zusammen macht, kehrt es ein bisschen ab mit einem Handkehrwisch, damit der Staub weg ist. Ich habe jetzt hier festgestellt, es gibt hier ein paar Spinnen und dann haben die mir schon ein paar Spinnenweben hinterlassen. Also kehrt es einfach ab.
dann auch die Dachreling innen noch schön auskehren, damit ihr, ihr seht, hier ringsrum sind Bäume. Da fällt das ein oder andere vom Baum ab und legt sich dann oben nieder. Kehrt es runter und ab, dann ist es sauber. Ja, und dann der zweite Tipp ist, jetzt erst danach duschen, denn es hat hier schon ja, mindestens 16, 17 Grad. Und wenn man im Auto drin steht, dann wird es dort gleich noch wärmer. Und ja, das Zelt zusammenklappen dauert dann doch ein paar Minuten. Geübte kriegen es bestimmt schneller hin wie ich. Aber man kommt ganz schön ins Schwitzen und deswegen den Tipp 2, duscht erst danach. Also, und das mache ich jetzt und dann zahle ich hier die Pacht und dann drehe ich die Rückreise an. Also, bis dann. Stromkabel muss dann natürlich aber auch noch zusammengelegt und ausgesteckt werden und verräumt werden. Aber dann kann es losgehen. Ja, Abfahrt bereit. Kurz nach 11 Uhr geht es leider jetzt wieder nach Hause. Aber ich hatte eine tolle Zeit hier, tolle 4 Tage, 3 Übernachtungen, was will man mehr? Ja, und jetzt auf der Rückfahrt komme ich bestimmt noch an der ein oder anderen Sehenswürdigkeit vorbei. Die nehme ich natürlich für mich und für euch natürlich mit. Ja, und dann sage ich immer mal wieder bis dann. Ja, ich habe es euch ja gesagt, wenn ich unterwegs noch was Schönes entdecke und sehe, nehme ich es gerne mit. Ja, und hier im Hintergrund eine Klosteranlage in Schlittach. Dort befinde ich mich gerade, das gehört zum Landkreis Rottweil. Ja, und jetzt kommt einfach mit zu einer kleinen Führung. Don't bleed when you come falling.
be a burden or a prize. Stick around or say goodbye. Just don't